Meine lieben Steinböcke, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Einiges müsste jetzt anders sein, nicht wahr? Du hast dir das Leben für jetzt, für deinen jetzigen Standpunkt eigentlich ganz anders vorgestellt. Ich habe eine sehr, sehr tolle, leichte Erklärung. Ich führe dich. Folge mir. Übernimm die Kontrolle über deine Macht. Du bist der Magier in deinem Traum. Nutze unser 3D-harmonisches binaurales Audio und erwecke deine bisher tief schlafende goldene DNA. Breche endlich aus den alten Mustern aus und lebe jetzt deine höhere Timeline. Nur auf thefunkyoracle.com. Klicke jetzt den Link in der Ecke oben rechts im Bild und mache deinem Unterbewusstsein ein wahres Geschenk. Meine Herzen, hallo und herzlich willkommen zu eurem, zu deinem womöglich krassesten Transformations-Reading. Wir beleuchten heute die Aspekte deines Lebens, die du gerne transformieren möchtest und am besten nicht nur verändern. Ich meine, du hast sie schon mal mehrmals in deinem Leben verändert, aber du hast sie quasi nochmal auf den Vordermann bringen und dort auch richtig einschließen. Ja, also wenn du zum Beispiel, wenn es um dein Aussehen geht, dann würdest du sagen, so wie ich heute aussehe oder vielleicht noch 5 Kilo weniger und so will ich es im besten Fall mein Leben lang aussehen. Ja, oder das mit dem Geld, so will, das will ich haben und dann soll es im besten Fall auch so bleiben. Darum geht es. Ich beleuchte heute 4 Aspekte, Liebe, Karriere, Geld und Gesundheit und lass uns gleich beginnen. Ich bin Xenia, der Funky Oracle, dein Orakel für das Unterbewusste und das Bewusste und auch Überbewusste. Ich helfe dir dabei, all das zusammenzubringen, was bis jetzt in deinem Leben in Trennung war und vielleicht wieder mehr Freude im Leben und Leichtigkeit zu haben. Lass uns gleich beginnen und erlaube mir bitte zu Beginn, mich mit deinem Energie- und Informationsfeld zu verbinden. Dafür like jetzt das Video und gerne abonniere natürlich meinen Channel, kommentiere gerne dieses Video. All die Aspekte, die bewusste Dankbarkeit helfen nicht nur mir, mich mit deinem Informations- und Energiefeld zu verbinden, denn hier, all das passiert hier auf diesem Channel über den Kanal der Liebe und wenn du dein Herz öffnest, dann wird es dir auch möglich sein, die Botschaften, die ich hier auf der Herzensebene übertrage, auch ebenfalls auch so wie gemeint und gedacht zu empfangen. Und wenn du likest, wenn du mir hilfst dabei, meine Arbeit zu verbreiten, meinen Channel weiterleitest, gerne ein nettes Wort hinterlässt, dann hilfst du auch anderen Steinböcken da draußen, davon zu profitieren, was dir heute immens helfen wird. Lass uns beginnen. Ich liebe dich. Ich liebe mich. Ich liebe das, was ist. Ich bin die Liebe. Ich bin das Licht. Ich bin du. Mein lieber Steinbock, was möchtest du gerne schon so lange verändern? Du bereit bist, wenn ich es auch. Druckelt alle ein. Setz dich gerne hin, entspannt. Und lass uns einfach ganz entspannt darüber sprechen, was du am Ende eher schon weißt. Aber manchmal ist es leichter, einfacher, auch manchmal einfach cooler von einem anderen gesagt bekommen, was man eher schon irgendwie ahnt. Gut, 4 Bereiche, Liebe, Karriere, Geld. Wir fangen mit Liebe an. Lass uns gleich beginnen. Königin der Schwerter. Und mit Liebe, da ich auch das jetzt so betont habe, mit dem Liebeskanal, ne, vom Herzen zum Herzen, vom ganzen Herzen an dich, glaube ich, geht es auch hier bei dir, bei der Liebe, bei den Beziehungen auch um gewisses Vertrauen. Ja, vielleicht ziehst du gerade auch in einen gewissen neuen Lebensabschnitt und du merkst, dass du für bestimmte Menschen keine Zeit, Lust und Energie mehr hast und du ziehst quasi weiter. Und für diejenigen, die du gerne in deinem Herzen behalten möchtest, die willst du auch wirklich behalten. Ja, das ist so wie, Leute, ich fahre jetzt los, möchte noch jemand mitkommen oder nicht? Und da glaube ich, wünschst du dir so einen gesunden Bezug zu Menschen, so einen gesunden Bezug auch irgendwo zu sich selbst. Und die Königin der Schwerter in dir, das ist so diese Kritikerstimme, vielleicht ist es auch eine etwas härtere Frau in dir, ja, etwas härtere, etwas kältere vielleicht, etwas kühlere Frau in dir, sie möchte Liebe, schau mal. Vielleicht auch diese sarkastische Stimme in dir oder vielleicht auch der Verstand möchte jetzt einfach Annahme jetzt, die Gedanken, die Mentalität,
möchte geliebt werden, möchte gesehen werden, möchte, dass du dich am Ende auch dafür bedankst. Ja? Oh, oha, das ist es. Ich habe jetzt, pass auf. Du hast einen sehr starken mentalen Körper. Du hast eine sehr krasse, schnelle Denkweise. Du bist wahnsinnig sprachgewandt. Du bist wahnsinnig schnell. Du kannst dich so ausdrücken, wie vielleicht nicht jeder es schafft, nicht in diesem kurzen Zeitraum. Ja? Du reagierst sehr schnell, du verbindest Dinge sehr, sehr schnell. Und das ist auch irgendwo dein Erfolg in diesem Leben, in dieser Realität, in diesem Spiel. Und jetzt merkst du aber, dass mit deiner Schnelligkeit es zwar cool ist, aber auf Dauer langweilig und vielleicht einsam ist. Und vielleicht heißt das für manche von euch, dass ihr endlich jetzt auch ein Pendant für sich findet, jeder von euch, der auch einem in dieser Schnelligkeit entspricht. Also dazu gehören gewisse Loslass-Trennungsprozesse mit den aktuellen Partnern. Bei manchen geht es darum, dass man endlich sich erlaubt, weiterzugehen und in der nächsten Stufe zu sein und dadurch auch ganz neue Qualität von Menschen anzuziehen. Und diese Qualität von Menschen ist ebenfalls schnell. Diese Qualität von Menschen ist ebenfalls so wie du, wie dein eigentliches Du. Und insbesondere für diejenigen, die auf der Suche sind oder nicht auf der Suche sind, aber also Single sind, aber es kann einem sagen vielleicht, dass sie vielleicht doch schon irgendwie Ausschau halten, geht es hier um gewissen Prinzen. Also die Prinzessin, die jetzt so lange in ihrem Schloss da gelebt hat, mit ihren schon sehr starken Vorstellungen von dieser Welt, du hast einen sehr starken Willen. Das steht hier außer Frage. Und du wartest so lange und du machst so lange, bis du es bekommst, nicht wahr? Und diese starke, sehr überzeugte Frau in dir, die zwar irgendwo auch intuitiv ist, aber diese Intuition ist manchmal so stark, dass manchmal sogar dein ganzer Körper gar nicht weiß, was Phase ist, die möchte jetzt irgendwie eine Stelle für immer in deinem Leben. Also hier kannst du die Mutter sein. Manche unter euch wollen jetzt wirklich zum ersten Mal so richtig Mama sein, weil sie das jetzt spüren in sich, weil du auf einmal tatsächlich diese Gefühle entweder anderen Menschen gegenüber, anderen Freunden, anderen Kindern, anderen Haustieren empfindest, vielleicht dir selbst und auch deinem Partner gegenüber und spürst jetzt zum ersten Mal, dass du diese Verantwortung, dass du diese Bürde, ja, dass du diesen Job annehmen möchtest und jetzt bereit bist, diese Stelle, diese Rolle anzunehmen. Ja? So quasi als Schauspieler hast du dich jetzt auf diese Rolle lange vorbereitet, du hast lange das im Außen studiert und jetzt merkst du, okay, jetzt bin ich bereit für die Rolle. Ich spreche auch zu allen Mädels da draußen, die bereits Mütter sind. Paradox besteht, dass wir bereits physisch irgendwo schon ankommen, aber unser Verstand, unsere Denkweise immer noch irgendwo 20 Jahre zurückliegt und wir zwar im erwachsenen Körper leben und lieben, aber gewisse Glaubenssätze noch von 1990 sind. Als würde quasi ein Kind über die Situation sehen. Also hier geht es auch darum, dass manche Frauen sich noch gar nicht richtig als Mütter wahrgenommen haben, dass sie gar nicht verstanden haben, dass sie es eigentlich schon längst sind. Und dabei geht es um alle Mädels da draußen, für diejenigen, die auch physisch, biologisch schon Mütter geworden sind oder generell als Frau. Also ein gewisser Bezug zum weiblichen Körper. Und wenn es auf der Liebesebene Steinbock sich so eine ganz starke Karte wünscht, dann sehe ich hier, dass die Frau hier in der Beziehung auch mit einem Partner, mit sich selbst, auch Frau bleiben möchte. Du stellst jetzt fest, dass du dich mit Männern auch physisch, vielleicht auch manchmal gedanklich oder ideentechnisch gar nicht messen möchtest. Gar nicht messen möchtest, Punkt. Du bist anders, du denkst anders, du hast andere Bedürfnisse als männlicher Körper es tut. Und das ist auch völlig gut und das ist auch völlig richtig und das soll auch so sein. Alles hat seine Gesetzlichkeit und Gesetzmäßigkeit. Und jetzt in deinem Alter, du kannst gerne dein Alter reinschreiben, würde mich sehr freuen, eure Altersspanne zu sehen. Kannst du reinschreiben, wann du dich zum ersten Mal jetzt anfängst, als Frau zu fühlen. Und ich bin mir sicher, dass das auch sich auf dein Äußeres auswirkt.
wie du dich kleidest, wie du duftest, wie du deine Wohnung einrichtest, welche Farben du trägst, wie du sprichst, wie du dich bewegst. Und hier sehe ich eine Elfe, hier sehe ich etwas Zartes, Sanftes. Und dieses etwas Zartes, Sanftes aber hat auch einen Stachel. Also das ist kein naives, weiches Püppchen, was alles mitmacht. Diese Frau hat Erfahrung, diese Frau hat auf jeden Fall eine Meinung, die hat Klarsicht, die ist nicht so schnell und einfach zu bekommen. Aber wer sie bekommen wird, bekommt beides. Purheit, Leichtigkeit, Kindlichkeit, absolute Verträumtheit und eine absolute Fokussierung. Also hier brauchen wir auch einen Prinzen, der gerne Kind sein kann und der gerne auch erwachsen und weise sein kann und der vielleicht auch Bock hat, ein bisschen zu fechten. Gedankenfechten, Gesprächsfechten. Hier sehe ich auch eine Frau, die sich mehr zurückziehen möchte, gerne auch in der Beziehung. Vielleicht die gerne weniger sagt oder die mehr schläft, die sich mehr um ihre Schönheit und um ihre Gesundheit kümmert. Mich zieht schon hin, ich möchte gerne die Gesundheitskarte jetzt schon aufdecken. Dafür mache ich mir jetzt eine Notiz, damit ich es mir leichter später habe. Bei den Zeiten setzen, du findest alle Bereiche unten sind aufgegliedert, hier auch in der Zeitliste. In der Gesundheit sehen wir 8 der Schwerter, auch eine Schwertenergie, auch Gedankenenergie. Es geht aber auch um die Luft. Ja, gedanklich ist es dir sehr, sehr wichtig, dass du frei atmen kannst. Du kannst und willst nicht mehr die alten Klamotten tragen. Hier geht es auch tatsächlich auch um freieren Kleidungsstil. Ich sehe hier, dass ganz viele Steinbock-Frauen gerade, natürlich auch durch die letzten Jahre jetzt mit dem Homeoffice, so viel Leichtigkeit, Freude für ihren eigenen Körper entwickelt haben, dass sie sich nicht mehr in die engen Röcke quetschen, dass sie sich nicht mehr in irgendwelche Anzüge quetschen oder sich in etwas reinquetschen, was, wo ihnen die Luft wegbleibt. Hier sehe ich auch, dass man hier keinen BH mehr trägt, weil die Brust atmet, weil es frei ist, weil es wunderschön ist. Und vielleicht ziehen manche auch von euch in ein wärmeres Land, vielleicht bist du auch gerade irgendwo im warmen Land und stellst fest, hier möchte ich gerne leben, hier geht es mir gut, hier kann ich schlafen. Hier geht es auch um den Schlaf, hier geht es um deine Intuition. Du willst und kannst und sollst und darfst nicht mehr auf deine Intuition verzichten. Du musst dir jetzt einen ganz, ganz festen Vertrag mit deinem Inneren machen, mit deinem dritten Auge, mit deiner Zirbeldrüse, mit deinem höheren Du, mit deiner inneren Frau, mit deinen inneren Weisen. Nenn das so, wie du es für dich benennst, deine innere Stimme oder deine Weiblichkeit, deine Schönheit. Deine Schönheit muss jetzt mit einbezogen werden. Du kannst jetzt nicht mehr so leben, sag mal so wie in den 20ern. Nein, denn damals haben wir vielleicht gar keine Hautpflege gemacht, einfach geschlafen, aufgewacht und irgendwie weitergemacht. Das ist auch gut, diese Leichtigkeit. Aber hier geht es viel mehr um Bewusstheit für den eigenen Körper. Das ist quasi so, als wenn du Mutter und Baby zugleich im einen Körper wärst. Oder zum Beispiel, dass du jetzt, sag mal so, dass du zum Beispiel jetzt dich wie 18, 16, 17, vielleicht auch sogar 20 fühlst von deiner Leichtigkeit her, aber gleichzeitig hast diese Weisheit. Und wenn du keine Tochter hast, gerne aber eine hättest, kannst du jetzt mit dir anfangen. Wenn du nicht auf die Geburt eines Kindes warten möchtest oder auch nicht mehr kannst und willst, kannst du deine Mutterrolle wunderbar sofort, jetzt im Moment, an dich selbst anwenden. Ich hoffe, du weißt, wie das geht. Ich hoffe, du weißt, dass du dich um dich selbst kümmern kannst, dass du Dialoge führen kannst. Ich hoffe, du arbeitest schon an deinem Selbstausdruck, dass du weißt, wie du dich trackst, wie du erkennst, was dir dein Körper gerade suggeriert. Wenn du gerade müde bist, ist es wirklich Müdigkeit oder beschäftigst du dich gerade mit deiner Angst und du erkennst nicht, dass der alte Muster wieder hochkommt und dich von dem eigentlichen Geschäft wegzieht, ja, dass du dich mit Banalitäten ablenkst, dass du vielleicht, ich hoffe, du weißt, wie du erkennst, ob eine andere Person es gut und richtig mit dir meint oder nicht, oder ob es einfach nur Ablenkung des Systems ist und wie du wieder zu dir selbst findest. Das ist wichtig. Das ist der innere Dialog, das ist die Gesundheit, das ist das Kümmern um sich selbst, das ist die Eigenverantwortung.
Das ist ein erwachsenes Leben. Das nenne ich erwachsenes Leben, indem man die Verantwortung nicht nur für seine Taten, sondern auch für seine Gesundheit übernimmt und auch für seine Schönheit. Und das kannst du tun, tatsächlich auch ohne einen Cent dafür auszugeben. Dafür gehört, gehört zu werden. Dafür musst du anfangen, mit dir selbst einen Dialog zu führen, Zeit zu investieren, aber eigentlich, was viel, viel mehr wichtig ist, es zu wollen. Erstens zu glauben, dass du die Gabe und Kraft hast, wie jeder von uns, sich selbst zu heilen. Dass wir in uns die Heilungskräfte tragen, alleine wenn das heißt, dass wir uns die Hand auf den Bauch manchmal legen oder anfangen, den Bauch zu massieren, wenn wir Bauchkrämpfe haben und der Druck, der Schmerz vergeht. Wie ist das möglich, nicht wahr? Wenn wir einfach nur lächeln, der Körper weiß ja, was einem gut tut. Wenn wir lächeln, dann reagiert sofort unser Nervensystem und sagt sofort allen anderen Zellen, es ist alles gut, es ist alles super, wir sind safe, wir sind gesund, unserem Zuhause geht's gut, das System ist abgesichert. Ich empfehle dir einfach mehr zu lächeln und ich empfehle dir auch, dass du mehr in den Spiegel lächelst, damit du selber deine Schönheit siehst. Du, mein lieber Steinbock, kannst und sollst jetzt mit dem Spiegel arbeiten, das wird mir ganz stark gerade gesagt. Du musst mit dem Spiegel arbeiten, weil alle deine Erfahrungen, die du gesammelt hast, die sind in dir drin. Und ich kann es mir vorstellen, ach krass. Also, Geldkarte kommt jetzt sofort. Ich mache mal gleich eine Notiz. Geld geht gleich weiter. Wenn du mit finanziellen Schwierigkeiten gerade zu tun hast, ich möchte dir jetzt sofort ein Werkzeug geben. Das liegt genau mit der Erkenntnis, die ich gerade hatte, zusammen. Du hast so viel angesammelt, du hast so viele Erkenntnisse, du hast so viele Energien in dir, durch dein Tracken von den Lebensumständen, ja, durch dein Vorankommen ist dein Spielekonto sehr, sehr voll gefüllt. Auch wenn dein finanzielles Konto gerade nicht so ist. Ich erkläre es gleich, warum. So, ich habe eingangs gesagt, dass wir manchmal im Erwachsenenkörper sind und manchmal gar nicht richtig wahrnehmen, was mache ich da eigentlich gerade? Wer bin ich denn eigentlich gerade? Was ist das gerade mit mir? Was möchte ich? Warum mache ich gewisse Dinge? Und ich glaube, du hast bis jetzt immer mit einem Bein gerannt, dass du gefühlt, wenn ich jetzt sage, wir haben männliche, weibliche Energie, bis jetzt nur die männliche genutzt hast. Und weibliche nur so ein bisschen. Und jetzt wird es dir aber bewusst, dass du dich wirklich krass zurückziehen musst. Vielleicht erforderst du auch ganz viel Alleinzeit, gerade auch in der Beziehung, weil du merkst, hier läuft gewaltig etwas schief. Und wenn du es gesundheitlich vielleicht so übertrieben hast, dass du jetzt wirklich, sag mal so, flach liegst, dann hat das System und irgendwo auch dein höheres Du so eingerichtet, dass du jetzt das aktivieren kannst, was du aktivieren sollst. Und das ist deine Weiblichkeit. Und die Weiblichkeit wird im Liegen aktiviert. Die männliche Energie steht, die weibliche Energie ist eine liegende Energie. Und der Fakt, dass du jetzt finanziell zu kämpfen hast, ist, weil du dich jetzt anschauen musst. Weil alles, was dich umgibt, ist nicht ausreichend. Egal, wo du hinschaust, kriegst du keine Befriedigung, nicht wahr? Zum Beispiel, wenn du nach den Männern schaust, wenn du Single gerade bist, siehst du, entschuldigung mal, vielleicht nur Luschen dabei. Oder Männer, die immer noch die alten Verhaltensweisen haben, wie sie es vor 10 Jahren hatten. Und das ist absolut frustrierend. Auch wenn du vielleicht sogar in einer Beziehung bist und verheiratet bist und Kinder hast, schaust du quasi um und dann, ich hoffe, das wirst du nicht, dass du zu den Frauen dann gehören wirst, die neue Generation, ja, oder die Männer sind dann, mein Mann ist gut, aber die anderen, so. Oder die neue Generation, die sind jetzt nicht so treu oder so. Wenn man so spricht, dann spricht man seinen Glaubenssatz. Und es ist aber nicht deine Realität. Und ich möchte, dass du dir erlaubst, erstmal dich selbst zu sehen, dein Update von deinem Sein zu verstehen, all das durchzublättern, was sich angesammelt hat, im letzten Monat, vielleicht sogar in den letzten 2 Tagen,
Vielleicht ist es auch etwas länger. Wir sehen hier, lass uns mal das Geld anschauen, das Geldthema, 7 der Münzen. 7 der Münzen. Geldtechnisch absolut ausreichend frei und reichlich da. Und du, nochmal, du hast es deswegen jetzt gerade finanziell zu kämpfen sozusagen, weil du genauso wie mit Männern zum Beispiel, mit ihren Manieren und wie sie sich verhalten, quasi sich darüber aufregst, weil es womöglich ein alter Glaubenssatz ist und du zum Beispiel gar nicht erkennst, dass du zum Beispiel einen tollen Mann hast und der ist ganz anders und auf den gilt es sich zu fokussieren, auf seine Treue gilt es sich zu fokussieren, darüber gilt es sich darüber zu unterhalten. Und wenn es Freundinnen gibt, die zum Beispiel so einen Mann nicht haben, ihn noch mehr zu loben, um sie zu motivieren, um sie zu inspirieren, auch so einen Mann anzuziehen. Weil wir Frauen, wir helfen, erziehen irgendwie immer. Na, wir sind immer so dieses Ideengeber, kann man sagen. Na, wir sind immer dieser reiche Boden. Das heißt, insbesondere wenn sich die Menschen bei dir wohlfühlen und sich dir öffnen können, und das bin ich mir sicher, dass du das bist, sonst würdest du so eine Art von Video gar nicht anziehen, dann musst du ganz arg aufpassen, was du da sagst, weil du für manche ein ganz, ganz großes Vorbild sein kannst. Und wenn du aber deinem Vorbild nicht entsprichst und eigentlich wirklich von den Dingen erzählst, die dich ausmachen für die anderen Menschen als Vorbild und für wen bist du Vorbild? Ich hoffe für dich selbst mittlerweile. Ich hoffe für deine Eltern. Und wenn du Kinder hast, für deine Kinder. Und natürlich auch für deinen Partner. Und wenn du Kinder hast, dann bist du deren Vorbild. Und alles, was du sagst, kopieren sie im Moment. Auch wie du reagierst, kopieren sie im Moment. Was du jetzt vorlebst, ist das, was sie später weitergeben werden. Und womöglich lebst du etwas vor, gerade, was du eigentlich keinesfalls vorleben wolltest. Auch für diejenigen unter euch, die zum Beispiel mit einem tollen Mann zusammen sind und ihr merkt gerade, verdammt, ich verfalle in die alten Muster und obwohl es eine ganz andere Art von Beziehung ist, verhalte ich mich wie ein Arschloch. So, das heißt, da sehen wir Diskrepanzen zwischen deinem eigentlichen Bewusstsein, was du eigentlich bist und was du eigentlich möchtest und was du eigentlich auch tust und dieser Reaktionsfähigkeit im Moment. Sprich, das heißt, nehmen wir an, das ist dein ganzes Sein, das sind die 100% und die agieren immer gleich, immer super. Ja, wenn du zum Beispiel Sport machst, wenn du auf Arbeit bist, wenn du, lass uns gleich Karriere anschauen. Ja, die Liebenden, schau mal, was für ein wunderbarer Wendepunkt. So, mir selber eine Notiz. Also, ja. Na, mit deiner Arbeit kann man sagen, bist du verheiratet, du liebst, was du tust und beziehungsweise wünschen sich das manche. Ja? Irgendwie auch gar nicht unterscheiden können, wann bin ich wach, wann schlafe ich. Meine Arbeit ergänzt mich wie mein Soulmate, so sehe ich hier. Ne? Ich bin in meine Arbeit verliebt, obwohl wir eigentlich so ganz verschieden sind. Vielleicht bist du, ja genau, und es kann sein, dass du auf Arbeit vielleicht völlig anders bist, als du zu Hause bist. Und gleichzeitig genauso, dass du, wie soll ich sagen, aber das ist eine wunderschöne Ergänzung, weil du dich auf Arbeit austobst und quasi schon prüfst mit anderen, die jetzt nicht so nahe stehen. Und wenn du dann nach Hause kommst, dann bist du die Queen, dann bist du die Königin. Beziehungsweise ist es das, was du dir vielleicht wünschst, dass du mehr Eier hast zu Hause, dass du in der Beziehung mehr entspannter bist, dass du mehr bei dir bist, dass du vielleicht nicht so ausrastest oder dass du nicht so in die Angstfallen verfällst. Und wenn ich hier so schaue, mein lieber Steinbock, hier in der Transformation gewinnt auf jeden Fall dein Job. Das ist die einzige große Arkane und keine geringere als die Liebenden. Und wir sind gerade in der Zwillingssaison, herzlichen Glückwunsch. Und ich glaube, dir wird gerade bewusst, dass egal wie und wann, egal ob es dir gesundheitlich, finanziell oder auch vielleicht beziehungstechnisch gerade nicht so gut geht, wenn du arbeitest, geht es dir gut. Und wenn du sagst, dass du beruflich
dich verwirklicht hast, dass beruflich du dich wirklich gefunden hast oder auf dem Weg dahin bist oder mir zumindest sagen kannst, wie dein perfekter Job auszusehen hat, wenn du keine finanziellen, zeitlichen und irgendwelche Einschränkungen hättest, dann kann ich dir sagen, dass deine Bewusstheit darüber, wie du eine Beziehung führen möchtest, wie du dein Geld verdienen willst und welchen Lebensstil du eigentlich führen möchtest, ist dir auch schon bewusst. Also wenn du bis jetzt nicht wusstest, was du überhaupt, wo du anfangen kannst, was du machen sollst, dann fokussiere dich erstens auf deinen Job und schaue, was du alles jobtechnisch transformiert hast, was du jobtechnisch alles erreicht hast. Auch wenn du aktuell als Praktikant arbeitest, ist es eine Zwischenstation, das müssen wir natürlich betonen, das ist kein lebenslanger Prozess und du entscheidest selber, wie lange das noch andauert, vielleicht noch 2 Wochen, vielleicht noch 2 Monate. Und damit du wieder Kraft gewinnst, erlaube dir und ich empfehle dir, wieder in die höhere Perspektive zu gehen und zu schauen, wo komme ich her, warum bin ich hier gelandet, wo ich heute bin. Auch wenn es zum Beispiel finanziell gerade nicht so cool ist, vielleicht hast du gewisse Opfer bringen müssen, damit du dich beruflich erfüllst. Und warum war es dir so wichtig? Weil du mit deinem Beruf, kann man sagen, wirklich so eine der geilsten Beziehungen hast, weil der Beruf verrät nie. Ja? So wie du dich auf Arbeit fühlst und beziehungsweise deine Skills, die du rausbringst, auch in der Arbeitswelt bist du immer willkommen. Ja, das heißt, du weißt, wenn du auch arbeitslos wirst, wirst du ganz schnell eine Arbeit finden. Wenn du dich selbstständig machst, eigentlich, ja, wirst du eigentlich auch ziemlich gut abschneiden, weil du einfach deine Arbeit liebst. Und die Menschen, insbesondere heutzutage, wollen keine Fakeheit. Man möchte authentisch sein, man möchte authentisch bekommen, man möchte einen authentischen Austausch, man möchte ganz genau wissen, wen habe ich da auf der anderen Seite. So sehe ich zumindest. Ja, das ist für mich, das ist für mich ein cooles, erwachtes neues Leben, für mich eine ganz, ganz schöne, total freie Lebenseinstellung und Energie. Und wenn es dir auch so geht, dann kümmere dich erstmal darum, dass du dich auf Arbeit wohlfühlst, dass du all das, was du auf Arbeit schaffst, zu kommunizieren, vielleicht auch die Art und Weise, wie du mit deinen Kunden, Kollegen, Mitarbeitern hast, versuche das auch zu Hause einzusetzen, versuche das für dich selbst einzusetzen, weil auf Arbeit hast du diese Gabe, irgendwie tatsächlich weiterzuschauen. Und obwohl du vielleicht so auf Arbeit gar nicht der Chef bist, mögen dich deine Chefs und mag dich deine Firma, weil du so krass drauf bist, weil du einfach beides kannst. Du kannst Führungskraft sein, du kannst Angestellter sein. Du kannst etwas Kreatives machen und gleichzeitig kannst du auch etwas sehr, sehr Stupides und Strukturiertes machen. Sei dir bitte dessen bewusst. Sei dir bewusst, dass du enormes Potenzial in dir trägst. Und wenn du ein Leben in Fülle leben möchtest, wenn du an jedem Tag der Woche aufwachen willst und sagen kannst, oh geil, ich schon wieder ein Wochenende sozusagen, na, schon wieder ein Tag wie Sonntag oder schon wieder ein Tag wie in meinem letzten Urlaub, dann wache auf zu deinem ganzen Potenzial und schreib mir von mir aus gerne all das auf, was du in den letzten 10 Jahren gemacht hast beruflich. Mache dir selbst deinen eigenen Lebenslauf, damit du selber deinen Wert siehst. Weil wenn du zum Beispiel kündigen willst, nehmen wir an, ja, so ganz dahingenommen, nehmen wir an, du kündigst, musst ja auch irgendwo einen Lebenslauf schreiben. Ich weiß aber, dass viele von euch nicht mehr in die Firma gehen wollen. Die wollen keine Sklaven von der Wirtschaft mehr sein. Die wollen was Eigenes machen, vielleicht auch eigene Art von Einnahmequelle machen, eigene Community, also was völlig Krasses, Kreatives, was völlig Verrücktes. Dafür musst du aber quasi alle deine Werkzeuge, alle deine Erfahrungen einpacken. Und das kann aber nur durch deine Erinnerung stattfinden, dass du es gemacht hast und was du, mindestens eine Sache kannst du dazu aufschreiben, mindestens eine Sache, was du gelernt hast. Und du wirst sehen, wie dein Wert sofort steigen wird. Du wirst sehen, dass du eigentlich 10-fach mehr bekommen sollst. Und das ist das, was das System von dir möchte. Du kommst nicht weiter gerade finanziell, weil du dir selber nicht erlaubst, deinen Wert zu sehen. Weil du deine Arbeit für zu günstig verkaufst. Weil du immer noch im kleinen Kind bist
und die Welt rosa siehst, das musst du auch weiter so sehen. Doch als Erwachsene weißt du, dass die Kinder jetzt nicht arbeiten können, auch nicht sollen. Ja, die sollen ihre Kindheit genießen. Im besten Fall würden wir irgendwo alle frei sein und die Arbeit gar nicht als Arbeit sehen, sondern irgendwie als kreativen Austausch. Wäre doch geil, oder? Wir leben alle in einem großen, riesengroßen Wald und jeder hat seine Aufgabe und man unterstützt sich und jeder darf sich so entfalten, wie es einem gut tut und die Community freut sich für jeden und man unterstützt sich. Also wir sollen, wie beim CrossFit, ja, wenn einer da gerade erst anfängt, motiviert die Gruppe und man merkt einfach nur, alter Schwede, wo war ich mein Leben lang bis jetzt? Das ist meine neue Familie, ja, hier bleibe ich, hier werde ich gesehen, hier werde ich unterstützt. Und ich habe gerade Gänsehaut im Oberkörper, ganz krass. Vielleicht möchtest du gerne an deinem Oberkörper arbeiten, vielleicht möchtest du gerne wieder deine Schulter zeigen. Wenn du aber merkst, da schlappert was, Leute, da war ich auch. Vor 2 Jahren habe ich gar keinen Sport mehr gemacht, obwohl ich eigentlich eher meine Tänzerin und Fitnessblogger, Trainer bin. Ich weiß, wer das ist, ich kann dir versichern, du kannst jünger werden. Ich kann dir versichern, du kannst jünger werden und dafür brauchst du eigentlich keinen Cent. Dafür brauchst du keinen Cent. Das ist auch die Art und Weise, wie ich und mein Sohn mit trainieren. Wir werden euch bald immer mehr da rein einweihen, was wir da machen. Das ist die Art und Weise, wie du deine DNA erneuerst, wie du deine DNA aktivierst, wie du Verhaltenssätze tatsächlich auf diese Art und Weise veränderst, indem du dich mit deinem physischen Körper verbindest. Emotionen, die in deinem physischen Körper gefangen sind, die tatsächlich auch durch Bewegung, durch bewusste Atmung, durch bewusste Bewegung, durch bestimmte, ganz, ganz bestimmte Worte, durch bestimmte Affirmationen kann man sogar nach 5 Minuten ein sehr, sehr ein Gefühl umwandeln, ja, oder zum Beispiel, wenn du mit einem Trauma arbeitest oder wenn du mit einem länger sitzenden Thema, wie zum Beispiel unterdrückte Sexualität arbeitest, vielleicht womöglich dein Leben lang, kannst du es komprimieren und kannst du zum Beispiel mit dieser Trainingsweise so gut umwandeln, dass du wirklich ein anderer Mensch bist. Und dieses andere Menschsein, das ist wie auf Arbeit. Das ist dieses Gefühl, was ich hier meine. Ja? Egal was, wenn du auf Arbeit gehst, boom, gehst du auf, hast du deinen Heldinnenanzug und dir steht nichts, dir ist nichts zu groß. Und das möchte ich, dass du dieses Gefühl von ich bin die Heldin überall, das ist mein Traum, ich brauche mich nicht verstecken, wenn ich rausgehe, kann ich genauso sein, wenn ich zu Frauen, zu Männern spreche, bin ich genauso, wenn ich zu Hause bin, bin ich genauso, wenn ich meine Preise setze, bin ich genauso, weil das Leben geil ist. Und ja, also dafür muss aber die Frau in dir genug Aufmerksamkeit bekommen und genug Schönheitsschlaf tatsächlich. Weniger Aufgaben, bitte arbeite weniger, arbeite mit Liebe. Wenn du merkst, dass du arbeiten musst, sofort aufhören. Oder wenn du merkst, weil das ist hier mit Beziehung. Wie löst du deine Beziehung, wenn du mit einem Partner, wenn du merkst, ihr habt gerade keinen Bock aufeinander, weil vielleicht ihr zu viel miteinander gesessen habt. Na, was macht denn dann? Vielleicht geht ihr spazieren, du gehst spazieren, jeder macht was Eigenes. Nach 2 Stunden ist wieder gut. Und das ist diese gegenseitige Inspiration, von der ich vorhin gesprochen habe. Deine Liebe wird von der Beziehung, Liebe auch zu sich selbst, meine lieben Singles. Deine Beziehung wird eigentlich von dem Job inspiriert und dein Job. Da darfst du auch dich langsam auch von der Beziehung inspirieren lassen, auf deinem Job, in deinem Job, ja. Und so darf auch deine Gesundheit immer mehr im Fokus stehen. Ja, du musst ganz arg an deinen weiblichen Hormonen arbeiten, bitte. Setze alle möglichen Pillen ab, schau, dass du keine Hormone extra dazu nimmst, dass du deine Hormone, deine Weiblichkeit, dein Östrogen selber steuerst. Das ist ganz wichtig. Schlaf ist gut. Massagen sind ganz wichtig. Du musst deinen Körper entspannen, du musst deine Füße entspannen. Darfst du dir wirklich so vorstellen, als wenn du eine ägyptische Königin wärst und so ein Lebensstil musst du führen. Auch wenn es 10 Minuten jeden Tag ist, aber du weißt, das ist deine Zeit. Ja, da hast du vielleicht eine ganz besondere Kerze irgendwie zu Hause aus dem Nahen Osten oder irgendwas Mystisches. Ja? Gönn dir jeden Tag. Jeden Tag, 10 Minuten, völlig ausreichend, jeden Tag, deine eigene Zeit, Massagen, Massagen, Bad, ganz wichtig.
Und bitte mehr barfuß laufen, damit deine Füße sich entspannen können. Keine engen Schuhe mehr, mehr barfuß, mehr Fußmassagen. Mhm. Ja. So viel dazu, meine Lieben. Ich hoffe, es hat euch gefallen und euch inspiriert. Ich hoffe, ihr versteht eure Zusammenhänge besser. Wenn du gerne mit mir lernen möchtest, bringe ich dir diese wundervolle Technik, von der ich gesprochen habe, in meinem nächsten Class, in meinem nächsten Online-Class sozusagen am 8. 9. Juli mache ich wieder eine Ausbildung, kann man sagen, ein Workshop mit dem anschließenden, das ist ganz, ganz neu, mit dem anschließenden 21-tägigen Trainingscamp. Denn ich weiß, und das sehe ich immer mehr, alleine das Werkzeug ist nicht ausreichend. Auch die Audios, die wir immer mehr an euch bringen, ist es gut, das zu haben, aber das kannst du zum Beispiel maximieren. Also wenn du dein Audio schon hast, kannst du mit diesem Training, was ich dir dann am Webinar und an dem Trainingscamp beibringen werde, kannst du quasi deine Affirmationen, kannst du das Audio, was du dann auch zum Webinar übrigens auch geschenkt bekommst, kannst du alles anwenden. Wenn dein Körper übersäuert ist, wenn dein Körper gestresst ist, wenn dein Körper im Schmerz ist, kannst du dich nicht entspannen. Der Schmerz ist der größte Feind einer Frau. Das Gegenteil ist die Entspannung und Genuss. Das heißt, wenn du wieder kreativ sein möchtest, wenn du wieder intuitiv leben möchtest, musst du dir wirklich jeden Tag gewisse Entspannung gönnen. Das können Meditationen sein, das können geführte Meditationen sein, das könnte irgendeine binaurale Beats anhören. Du kannst gerne mit mir trainieren. Du kannst dir das Audio bestellen, gleich unten im oder jetzt zum Beispiel hier verlinke ich, kannst du dir zum Beispiel zur Heilung der Liebe mit dem Soulmate oder zur Heilung der Kindheit, innere Familie nennt sich das, bei der Audios findest du im Shop, das kannst du dir gleich jetzt nehmen und das ist dann schon jetzt dein Beginn sozusagen, na, jeden Tag 10 Minuten für dich. Du brauchst, dein Verstand braucht aber neue Bilder sozusagen. Ne? Und noch zum Abschluss, ich habe, glaube ich, mit der Spiegelarbeit angefangen. Deine Augen müssen dein neues Du sehen, damit dein drittes Auge sich auch abstimmen, anpassen kann an das neue Du. Andernfalls, wenn du nur gibst, nie aber quasi zurückblickst, was habe ich gegeben, was habe ich gemacht, was ist meine Wirkung, wie habe ich mich da gesehen, wie sehe ich mich jetzt, wie geht es mir jetzt, wo stehe ich überhaupt? Ja, das heißt, wenn du finanzielle, wenn du gesundheitliche Schwierigkeiten hast, wenn du vielleicht auch Beziehungsschwierigkeiten hast, das muss angeschaut werden, weil du kannst dir am besten helfen, weil du dich am längsten, am stärksten auskennst. Und jetzt geht, mein lieber Schatz, die Arbeit an dir selbst. Das heißt, diese Arbeit, von der ich gesprochen habe, dass du auf Arbeit gehst und dann performst, genau diese Attribute, diese Heldinanzug, das brauchst du selbst. Du kannst deinem Gehirn quasi helfen, indem du Dinge aufschreibst oder zum Beispiel malst und zeichnest und dann wirst du sofort sehen, vielleicht auch einfach die Art, wie du schreibst, gibt dir schon zu verstehen, dass du gestresst bist, dass du ausgelaugt bist, dass du müde bist. Ja. Also schau gerne auch, wenn du möchtest, wenn du zum Beispiel das Audio hast, schau gerne dir selber in die Augen. Das ist wunderbar, das ist ein so bestärkend, das habe ich mal einige Male gemacht und das war so krass. Ich liebe generell in die Augen schauen, also mir selbst in die Augen schauen, das ist so krass. Das habe ich auch bei Kundinnen erlebt, da fließen sofort die Tränen. Vielleicht ist es auch das, was du gerade brauchst. Ja, einfach sich selbst wieder sehen, einfach sich selbst danken für alles. Ja, sich selbst mal fühlen, ja, einfach mal sich selbst umarmen, halten, ja, deine Haut spüren. Wenn es irgendwo wehtut, einfach mal drauflegen, wenn deine Schulter wehtut, einfach legen wir die Hand drauf und stellen wir vor, als würde es deine Mama tun, als würde es der Mensch tun, dem du so, so krass vertraust, der so stark ist, der so liebevoll ist, der so helfend ist. Und wenn du anfängst, dich selbst immer mehr zu spüren, deinen Wert zu sehen, von mir aus auch gerne Notizen zu machen jeden Tag, was du gemacht hast, was du dir vorgenommen hast, Erfolge, Ziele und Erfolge, so ungefähr, Ziele, Erfolge, Tagebuch wird dir auch gut helfen, dann wirst du auch sehen, wie dein Finanzielle sich verändert, weil du ganz andere Energien anziehst, weil du schaust schon auf,
Ja, du weißt eigentlich, jetzt musste eigentlich der Damm brechen, jetzt muss die Kohle fließen. Ich verstehe gar nicht, warum es komplett das Gegenteil ist. Ja, und ich kann dir sagen, wenn du schon dich irgendwo am Boden fühlst finanziell, wenn du es schaffst, diesen Schalter umzulegen mit den Techniken, die ich heute dir gesagt habe, manchmal kann das wirklich sehr leicht sein, die Technik, dann kann es einfach wie so eine, kann es wie so ein, wie so ein, wie so ein Gummi wird, wird dieser Wert in das Gegenteil geschossen. Also auch wenn du Schulden hast, wenn du sagst, wie fühle ich mich gerade, auch wenn es vielleicht, es kann sein, dass du jetzt vielleicht 2000 Euro irgendwie brauchst, das fühle ich aber wie 50.000 Euro, dann kann ich dir sagen, wenn du es quasi bei dir aufmachst, dann fängt es auch an, dich zu, zu erreichen, die Kohle. So viel dazu, meine Lieben. Ich hoffe, es hat dir und euch gefallen. Komme gerne zu meiner Class. Ich freue mich auf dich. Ich freue mich sehr, mit dir zu trainieren. Bestelle gleich dein Audio, wenn du möchtest. Kontaktiere mich gerne. Buche deine persönliche Session bei mir. Wir schauen dann, was dir am besten tun mag. Danke für alles. Gleich im Anschluss hörst du dir ein Audio von einer unserer Kundinnen. Bitte hör dir das mit den Kopfhörern an, falls du noch keine Kopfhörer aufgesetzt hast, weil es ein 3D binaurales Beat ist und nur so kannst du die ganze Schönheit und Qualität des Audios dann verstehen und hören. Danke fürs Anschauen. Bis dann. Ciao, ciao. Garde. 1, 2, 3. Ich bin frei. Ich bin dankbar für den Gesang der Vögel, jedes Mal, wenn ich das Licht meiner wunderschönen Tochter sehe. Wenn ich einatme, atme ich Liebe ein. Wenn ich ausatme,